Hantaiwi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Grusel. Und ja, das ist unser Butler gewesen gerade. Ich glaube, Otto ist sein Name. Und wir haben den jüngsten Sohn ja, den Gregor Grusel, der gerade ja, auf dem Weg zu seinen 50 ersten Dates ist. Und das hier ist Noella Denise. Und vielleicht machen wir jetzt gleich mal eine Schneeballschlacht. Der älteste Sohn Gerd, der hat jetzt 2 Söhne auf die Welt gebracht und genau, eines ist ein Alien-Baby. Das ist der Gustav und ja, wo ist unser Götz hin? Hilfe! Wo ist Götz? Ich gehe jetzt nach Hause. Ja, könntest du das bitte noch, das Kind, einfach da... Hallo? Hallo? Oh Mann, oh! Warum müssen die Kinder immer durchs ganze Haus... Genau. Durchs ganze Haus tragen. Hier, mach mal den Götz hier rein und dann mach mal den Gustav da rein. Die anderen beiden schlafen nämlich. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mit dem Gregor möglichst viele Blind Dates zu machen. Und ich möchte jetzt gar nicht groß Freund werden mit meinen lieben neuen, neu kennengelernten Damen. Genau, also das will ich gar nicht. Aber ich muss zumindest die Zeit mal abwarten vielleicht. Das wäre noch genial. Wo ist der andere? Wo ist Gustav? Gustav? Nee, oder? Otto! Oh Gott, der ist noch immer noch hier. Kannst du mir mit Gustav reden? Der wollte doch nach Hause gehen. Jetzt trägt er Gustav hier rum. Nicht, dass er ihn mitnimmt. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört, dass da irgendein Butler oder ein Kindermädchen oder irgendwas das Kind mit weggetragen hat. Das wäre ja jetzt etwas gewöhnungsbedürftig. Kannst du mir das Kind geben, bitte, Otto, bevor du nach Hause gehst? Komm schon, Otto. Kann ich irgendwas machen? Wartet mal. Ich mache mal kurz auf Stopp. Überreden. Vielleicht, wenn ich ihm eine Aufgabe gebe, legt er das Kind hin, oder? Unterhalten die Noella. Komm schon. Danke, danke, danke. Gott sei Dank. Oh ja, mitten in Schnee. Bist ja echt armer Mensch. So, warte mal. Den Gustav. Aus dem Schnee raus. Das arme Kind. Gott, nur Windeln an und dann ist es voll kalt. Es friert doch, Mensch. Man sieht gar nicht, ob ein Alien kalt ist. Oder wie sieht das aus? Huch, du hast mir angeboten, über Nacht bleib... ja, ich hau ab. Ja, ich habe schon längst gesagt, dass du abhauen sollst, Mensch. Wo ist die Noella? Noella, was ist denn jetzt? Na, zumindest habe ich das Kind jetzt mal reingelegt. Aber irgendwie... Nein! Nicht! Och, was ist denn heute los hier? Komm mal hier runter und sag mal zu der Celeste ausschimpfen, Möbel zerstören. So, und dann guck mal nach deinem Kind. Und wo geht er hin? Chaos im Haus. Ey, Celeste geht jetzt gerade hoch. Jetzt musst du wieder nach oben gehen, genau. So, und dann sag ihr mal Tschüss, verabschieden. Tschüss. Sie ist ja eine ganz süße irgendwie, also mit ihren kurzen Haaren und der Blume im Haar und so. Jetzt ist aber vermutlich meine Date-Dame irgendwo weg, ne? Ja. Dir geht's noch ganz gut, warte mal so. Dann gehen wir mal auf die Toilette. Können wir hier nochmal aufwischen und dann gehen wir... Achso, Moment. Das machst du vielleicht... Auch nochmal mir zuliebe und dann gehen wir nochmal die Dame holen. Was ist jetzt passiert? Ach Mann. Okay, machen wir es anders. So, jetzt machen wir den Gustav nach oben. Leute, warum will er das nicht? Das arme Kind, das arme, arme Kind. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Ich kann noch keine Erziehung. Könntest du... Du bitte, Gregor. So, ich muss mal... Na? Okay.
Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Also du kannst mal baden. So. Yay! Oder? Noch. Ja, endlich geschafft. So. Du gehst mal hier dort drüben hin. Okay, dann haben wir dann gleich Mitternacht und dann gucken wir mal, ob wir Mitternacht unseren Service trotzdem erreichen. Ich glaube aber ja. So, und meine liebe Greta geht hier hin. Ich bin ja mittlerweile ja schon fast verliebt in Greta. Also ich mag sie total. Oh, mach mal die Windeln wechseln von Götz. Ja, ist ja gut. Du wächst jetzt wieder den Gustav auf. Eieiei. Das ist unser Erbe, unser Erbe. Farbige Kinder. Also, ne? Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich grün oder ist das türkis, was die unsere Aliens hier haben? So, Moment. Spielen. Er wird aber bestimmt auch so hübsch wie seine Mutti. Und wird dann mal ganz anders aussehen als er und sein Vater. Genau, ich finde sie so hübsch. Vor allem das Outfit, das steht ihr sowas von. Also ich bin echt begeistert. Wobei ich ihr im Sommer mit Sicherheit was anderes anziehen werde. So, können wir jetzt den Götz wieder weglegen? Oh, genau. Sie ist ja immer noch wütend auf den Gregor, ne? Ja, komm bitte. Genau. Da könnten wir eigentlich mal kurz. Warte mal. Wir könnten mal wertschätzen, entschuldigen und dann gehen wir mal kurz da hier was machen. Na dann. Gut, gut. Dann kannst du das mal betrachten und das betrachten. Und ich weiß, dass ich noch nicht so viel mit ihm gelernt habe, deswegen würde ich ihn jetzt auch wieder weiter lernen lassen. So, und dann gucken wir direkt. Ist sie schon wieder da? Ja. Komm, begrüßen. Nee, lass die Kinder Kinder sein. Das ist nicht deine Aufgabe. Hier haben wir zumindest jetzt schon ein bisschen runter. Jetzt gucke ich mal ganz nach hinten. Aha, Professor Anna. So, nochmal ein Blind Date. Frau, und wir bleiben ungefähr bei dem Betrag, das reicht aus. Ist immer noch angenehm, wenn es zumindest kein. Dieses Kreuz ist, also dass wir uns einfach verstehen, das ist mir ausreichend. Boing. Steffi Kaltenbach. Hallo. Der Name Kaltenbach sagt mir was, aber. So. Oh, immerhin eine 2. So, überhaupt wir reden über Spiele. Was hat er eigentlich? Kunst und Handarbeit eigentlich. Und sollten wir vielleicht darüber lieber reden? Okay. So, dann lasse ich euch mal alleine. Ups, da war irgendwas rot. Okay, ihr kümmert euch zu zweit um die Kinder. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn zwei Säuglinge im Haus sind, dann ist es immer ein bisschen aufregend für mich. So, warte mal, den Gustav halten. Nee, halt ihn einfach erstmal und dann frag immer. Das haben wir. Nämlich noch gar nicht gemacht. Das habe ich natürlich zu schnell vorgespult. Ich sehe nochmal nach ihm. Uiuiui. Und auf die Toilette. Na gut, da kann ich dir noch nicht so viel helfen. Ich gebe dir aber trotzdem mal was zu trinken. Flasche geben an Gustav.
Nee, du lässt ihn bitte mal in Ruhe. Das ist keine Arbeit für dich. Ich würde tatsächlich noch mal kurz ihn zum Erziehung lernen schicken. Das kann ja hier so bleiben. Nummer 34. Steffi So, das ist Nummer 34, wie gesagt. Wobei könnte ich. Wartet mal. Wenn ich jetzt sage, Date beenden. Hör mal, wir sind wohl beide nicht der Typ für Rendezvous. Das war ziemlich langweilig. Ja, okay. Dann sag mal, also sie geht, glaube ich, schon alleine, oder? Ist sie noch da? Yay, komm. Nochmal um ein Blind Date bitten. Nein, lass die Kinder, Kinder, bitte. So, komm. Nein, jetzt ist sie weggegangen. Ach, kommt. Das ist doch nicht schön. Jetzt muss ich sie nochmal anrufen. So, du machst nochmal einmal knuddeln. Genau. Und dann legst du den Gustav hin und hältst dann mal den Götz. So, nochmal die Heiratsvermittlung. Ja, komm nochmal her. So kann man auch Geld loswerden, ne? So, ach so. Habe ich schon gesagt, du sollst nach ihm sehen? Nee. Sehen? Ach komm, lass das Kind. Lass das Kind. Geh weg. Das Kind ist müde, dann leg den. Oh, wir sind Freunde. Dann leg ihn Götz hin. Danach gehst du mal auf die Toilette. Und dann können wir mal gucken, was wir noch im Kühlschrank haben. So. Nein, lass die Kinder Kinder sein. Komm schon. Komm hier, komm wieder runter. Hier ist bestimmt. Genau. Hier. Da kannst du hin. Komm auch runter. Dann habe ich zumindest drei Stück. Also das ist ja schon mal was. Aber wenn ich jeden Tag drei solche Blind Dates mache, brauche ich eine Weile, ne? Na, um Blind Date bitten. So, ich mache jetzt gerade mal was. Jetzt muss erst Klo. So, mit einer Frau und jetzt reicht mir gerade mal so ein Tausender oder ein bisschen über 1000. Ich finde immer die Menschen, die fallen immer so runter, ey. So, hallo Anna Rada, Anna Rada. Ich check dich gerade mal ab. Okay, und genau. Das ist ja eigentlich das, was ich will. Und dann sage ich aber direkt. Warte mal, wo ist ein Date beenden? Hör mal und so weiter. Cool. Dann möchte ich das nächste. So, ich habe es mir nur gerade aufgeschrieben. So, wir sind eine Frau und keine Ahnung. Also wir wollen jetzt ja nicht übertreiben. So, ich weiß gar nicht, habe ich das noch rausgefunden, wie sie zu mir. Nö, ist ja auch egal. So. Dann habe ich zumindest vier. Nein, was machen die da hinten? Celeste! Buff. So, das ist Edith Heck. Und ich quatsch sie gerade mal an. Ich muss aber gerade mal nach hinten. Oh, unsere arme Celeste wird hier gerade vermöbelt. Von irgend so einem Alabama ist das. Nein. Mach doch mal was, Otto. Autsch. So, Tier verjagen, komm. Verjag mal den. Man sieht, glaube ich, auch, ne? Ja, hier. Kampf gegen Alabama verloren. Verscheuch den mal. So, und unser Kind oben irgendwie muss mal, möchte. Ah, was machst du?
das andere Kind muss. So, Götz und Gustav. Okay. Und das führt mich jetzt wieder mal dazu, dass ich wirklich mir vorstellen kann, dass Gregor später, dass er tatsächlich später ausziehen wird. So, Moment, Date beenden. Okay. Edith Heck war der Name. So, und eins möchte ich noch. Komm, eins noch. Ihm ist schon kalt. So, nochmal mit einer Frau und dann reicht's mir, weil mir geht's dann auch gar nicht mehr so gut. So, und kalt ist mir außerdem. Lasst mal diese Lästin Ruhe da hinten. So, das ist jetzt Nummer 37. Bom, Kati Seif. Sind die alle eigentlich rothaarig gewesen gerade? Kati Sai. So, mit der quatschste noch so ein bisschen. Genau, sie ist jetzt mal gegangen. Die dachte sich, jetzt habe ich genug Geld verdient hier. So, wir können hier mal eine Runde Schneeballschlacht machen oder so. Ich guck mal ins Haus. Oh, du bist noch hier. Musst du eigentlich arbeiten heute? Nee, du hast frei. Okay, dann würde ich mal sagen... Nee, Celeste ist... Keine Ahnung, wo sie hin ist. Du gehst mal hier ins Bad. Während du vielleicht den Gustav weglegst. Und dann das wegwirfst. Sie hat ja auch nochmal frei heute am Sonntag. Von daher... An dem Tag, also am Sonntag, wird er ja zum Kleinkind. Dann beginnt wieder eine neue Runde. Kleinkind erziehen. Wo ist denn Celeste jetzt hin? Ach, die ist schlafen. Okay. Ja, soweit geht's ihr gut. Das ist in Ordnung. So, meine Güte, ich glaube, ich sage jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir beenden hier nochmal direkt das Date. Das soll, ist schon in Ordnung. Ah, und ich sage erstmal, ja, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Und dann, dann geht's nach drüben auf die, nee, da nicht, die andere Seite, zur Familie Hübsch, Holger Hübsch. Ich sage erstmal, tschüssi, bis zum nächsten Mal, eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.